Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und ja, wir machen weiter mit dem Neubaugebiet, dem Sonderauftrag. Und werden jetzt einmal den Krams hier zur Baustelle bringen. Ich muss gerade mal schauen. Das ist ja jetzt definitiv die hier oben, hat er auch schon richtig ausgewählt. So, und bei dem Anhänger, da bleibe ich lieber in dieser Perspektive. Ansonsten werden wir damit wahrscheinlich überall hängen bleiben. Okay, wisst ihr was, den können wir auch wechseln. Boah, ey, willst du mich jetzt verarschen hier? So, dann nehmen wir halt doch die hier. Es interessiert uns einfach nicht, das, was hinter uns noch herfährt, der Anhänger. Das wird schon irgendwie klappen. So, eine kurze Pause. So, weiter geht's. Einmal kurz war ich an der Tür. So, und jetzt wollen wir zusehen, dass wir hier... Ich hole extra weit aus, damit der Anhänger halt mit kann. Und jetzt schön LKW linke Spur. Auf geht's. Ja, an der Autobahn ist das hier auch nicht so richtig, wenn da 50 steht. Aber es ist halt irgendwie so eine größere Stadtstraße. So, und da dürfen wir auch schon wieder runterfahren. Oi, oi. Lassen wir. Ach, von wegen. So. Das wird gut, dass wir hier gerade rüberkommen. Während auch gerade grün ist. So, was ist das hier? Unser schöner Pritschenwagen, der liegt da immer noch. Immer wieder eine schöne Erinnerung. So. Entschuldigung, oh, Harpe hat Widerstand. Dann fahren wir halt um Harpe rum. So, machen wir einmal auf. Und jetzt brauchen wir... unseren mobilen Kranwagen, ne? Das wird sonst nicht klappen. So, wer hat den hier nicht komplett reingefahren? Hä? Ach, der ist noch nicht gerade. Was? Hä? Es kann irgendwie nur in die eine Richtung. Was soll denn der Scheiß jetzt hier wieder? Wieso kann ich den nicht hoch machen? Wenn ich... Also, das Ding ist, glaube ich... Aha. Ah, jetzt... irgendwie komisch. So, gucken wir mal. Jetzt geht's auch. Stützfüße einfahren. Und dann können wir das Ding nämlich... Tja, 50-50.
Gut. So. Und dann ist das hier unser erster Mobilkraneinsatz. So, drückt mir die Daumen, dass in der nächsten Folge, das ist jetzt nämlich hier erstmal für die Aufnahme die letzte Folge, drückt mir die Daumen, dass es dann wieder ein bisschen besser ist und ich dann wieder vernünftig reden kann. So, drehen, drehen, drehen. Oh, sag mir nicht, du kannst dich nicht drehen. Wieso kann der denn... Oh. Das ist doof. So, müssen wir reaktionsschnell sein. Ach, sitzt. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, die wäre schon wieder weg. Ich wollte mich schon gerade wieder aufregen. Wieso kann man denn auch diesen Haken nicht drehen? Das ist irgendwie komisch. So, passt. So, bitte lass uns das noch zweimal schaffen. Jawohl. Na. Ach komm schon. Werd doch grün. Ist doch quasi drin. Ha. So, super. Also, das hat geklappt. Sehr schön. Ja, diese Rohre, das können wir auch überspringen, ne? Haben wir ja schon mal gemacht. Kanalmodule, das kennen wir alles. So, wie steht's eigentlich bei der anderen Baustelle? Das ist das. Okay, Leute, dann gucke ich eben nochmal ganz kurz. Was müssen wir denn hier nachmachen? Kieswerk, 19 Kubikmeter. Dann können wir eigentlich hier schon mal uns um die Erde kümmern, dass das da ist. So, Muldenkipper. Ja, 19 haben wir sogar da. Brauchen wir nicht mal was holen. 20 sogar, also der ist voll. Dann steht der hier auch schon mal. So, was brauchen wir noch? Das lassen wir dann wieder machen. Okay, also Leute, ich würde sagen, wir machen hier, auch wenn die Folge jetzt mal ganz kurz war, aber wie gesagt, die Stimme und alles, das ist alles ein bisschen doof. Ich sag danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder hier dabei seid. Und dann geht's hier weiter. Ich lasse die 5 Minuten eben nochmal runterlaufen. Und dann geht's hier in der nächsten Folge weiter, hoffentlich dann mit besserer Stimme und wieder mit über 20 Minuten pro Folge. Also, danke fürs Zuschauen.
Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.